Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch das Nico Crash Böller Sortiment vor, was schon ein bisschen älter ist. Gab es ja billig bei der Feuerwerksvitrine, deswegen habe ich mir das einfach mal mitgenommen. Mit älterem Bo Peep Cover. Da habt ihr hier zwei Packet Cracker Matten, eine Packung Pyro Cracker, eine Packung B Böller und eine Packung D Böller. Und dieses Set werden wir jetzt aufmachen und testen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die noch laut knallen werden. Also viel Spaß mit dem Video. So, jetzt für euch das Nico Crash Sortiment, ein älteres Böller Sortiment mit älteren Böllern. Für 3 Euro bei der Vitrine gekauft. Darfst du auspacken, Packet Cracker, China Knaller, B-Böller und D-Böller. Und gucken, ob die mich überzeugen können. Darfst du dir gleich mal was raussuchen. Du hast die freie Auswahl, mein Freund. Fangen wir mal genau mit so einem Packet Cracker an. Wie geht denn das auf? Einfach aufreißen. Okay. Hier so eine Matte. Genau. Und dann kannst du die anzünden. Kannst schon werfen. Okay, der hat uns erwischt und war auch wirklich sehr laut. Oh, heftig, ja. Seine Jacke ist im Eimer. Kannst du gleich noch einen machen, vielleicht wirfst du den ein bisschen weiter weg. Entschuldigung dafür. Alter, brutal. Also die waren schon mal echt heftig. Machst du mal noch einen? Freilich. Mal wirfst du den ein bisschen weiter weg. Eine sehr geile Matte, die knallt richtig gut noch. Dann machen wir hier 2 Pyro Cracker. Das sind wirklich noch alte Böller zugestopft, schöne Wandung. Für 2,99 oder so bei der Vitrine. Macht echt noch Spaß. Nicht schlecht für die Größe. Nice. Dann machen wir den B-Böller. Und möchte ich dann mal kurz einen sehen, wie der verarbeitet ist. Schauen wir uns kurz an. Ja, ist noch zugestopft. Hinten schöne dicke Wandung. Sollte eigentlich ordentlich knallen. Ist jetzt nicht die uralte Ware, aber wirklich zum Spaß knallen richtig geil. Wow. Richtig nice. Der hat's in sich. Nice, richtig schön. Dann machen wir den D-Böller. Oh, das staubt. Auch der wieder vorne zugestopft und hinten mit einer schönen fetten Wandung. Let's do this. Let's get this started. Na, der war nicht so gut. Vielleicht einen schlechten erwischt. Der war besser. Also ich muss sogar sagen, der B-Böller hat mir besser gefallen. Gucken wir uns noch mal einen an. Sind in der Mitte auch nur aufgeplatzt. Ja, danke fürs Zuschauen.